Von der Seite von der, von unserer Tür bei den Bergen schießt einer auf uns. Ja, Ja, wir alle steigen hier nach jetzt oben. einfach mal direkt hier ins Geschehen wieder voll ein. Hier geht's nämlich gerade richtig rund. Hilfe! Wir werden nämlich angegriffen, haben selber noch keine Schusswaffen, so wirklich. Sind alle. Domme, wo ist die Knarre? Ich hab Muni. Ich habe auch nur. Wo ist hier Wichser? Oh, Ah, da sorry. genau, hier. Genau in die Richtung, da zwischen den Steinen. Wartet, ich schmelze mir meine Waffe zusammen, dann komme ich auch aufs Nein, Dach. ignoriert ihn doch einfach. Wir brauchen überhaupt keine Waffe machen, weil die wahrscheinlich uns Den eh nicht. extrem überlegen sind. Boah. Ich will aber auch eine Waffe haben. Komm, ich hau den weg. Gib mir die Knarre. Was ist denn? Gib mir die Knarre. Du musst ihm einen Kopfschuss geben, ne? Ja, Ansonsten hier. kann er sich ein Medikit wieder benutzen. In die Aber Knarre. ich sehe den überhaupt nicht. Ist ja immer noch einer da? Ist er Ich noch habe den draußen? überhaupt nicht gesehen. Er hat gerade eben auf uns geschossen. Ganz sicher, dass er das getan hat? Wir hatten dieses Fenster hier hingebaut. Das Fenster hier ist doch noch offen, oder? Ich habe Ja, ausnahmsweise genau. mal keine gebaut. Dieses Fenster hier Ich neigt frag mal ganz dazu. doof, kann man durch das Fenster schießen? Nee, ne? Durch die Doch, Gitterstäbe klar. doch. Man kann auf Man die Gitterstäbe schießen, ja. kann halt nicht einsteigen, ne? Also da sollte definitiv auch oben nochmal ein Gitter davor. Oh. Hier schießt jemand. Wer war das? Das war ich. Verdammt nochmal, ich dachte, da steht jemand vor der Tür. Echt. Und das war ein Das war ein Bogen. Bogen, ja. Ja, das war ich. Echt, ohne Scheiß, also. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe Ah, nicht nicht vom einfach die Kochen. Tür Die Tür von aufmachen. innen zu. Ich gehe jagen. Yes, das ist mein Adrenalinspiegel. Den brauche ich. Auf den Felsen oben ist bei der Shack bei unserer Box. Oh, gut, dass ich das Zeug alles mitgenommen habe von da. Ja, da darfst du Moment. mal nicht sehen. Ja, und er schießt nach Da oben sind in noch die zwei Schuss Berge. dran, ne? Ich Oh mein komme auch Gott. mal hoch und gucke. Ja, Rennt guck den mal da. Berg hoch. Er rennt den Berg hoch. Bist du Ja. bewaffnet? Ich bin bewaffnet. Bist du sicher, dass du dich mit ihm anlegen willst? Weil hat sich angehört, als hätte der eine etwas stärkere Waffe als du. Komm lieber zurück zum Haus. Der ist nach links abgehauen hier. Ich weiß noch nicht, ich habe nur Angst, dass er hier irgendwo um der Ecke steht. Ja, dann komm lieber zurück. Oh, wir haben ja noch so viel Low-Quality-Metal. Nicht Low-Quality. Ich meine Metal-Fragments. Er hat jetzt wirklich das Glück, dass der auf so eine hohe Entfernung geschossen hat und wir ihn deswegen rechtzeitig Nicht, entdeckt dass du jetzt haben. stirbst. Schon wieder. Direkt so ein Adrenalinkick hier zum Ich vollen baue mir jetzt mal so Umfang. eine 9 mm-Pistole. Ich hab mir einen Schalldämpfer dran gebaut. Okay. Ah. Er hatte aber Angst. Hallo, wenn du mit der Pistole da Wie viel angeballert Schaden kommst. macht denn bitte hier diese Handcannon? 180 Damage? Ja, aber ich glaube, die ist Die ganz hat nur einen langsam, Schuss hat nur immer. einen Ach Schuss, glaube ich, so. ne? Ja, ist natürlich dann auch doof, wenn du die ganze Zeit nachladen musst. Das braucht jetzt noch. Wir brauchen definitiv noch eine Treppe auf die dritte Ebene hoch. Wer Auch hat das die Tür offen Adrenalin gelassen, fließt echt? ab. Wo steht denn da? Hm. Ich. Ich komme gerade hier angekommen, weil ich. Ah, ich war injured. Okay. Braucht gerade jemand eine Treppe oder soll ich die Treppe einfach bauen? Brauchst du noch was? Also dann baue ich sie jetzt Willst du die einfach. Pistole behalten? Wäre Mann. cool. Dann kann ich runter mal Zombies jagen gehen. Hast du Schalldämpfer dran gemacht, aber? Ja, hab Schalldämpfer. Gut, Hab ich hast du genug eben. Schuss mit? Was? Munition. Hab ich noch ein Am bisschen. besten jagt ihr die Zombies einfach 60 mit einem Schuss. Bogen. Ist doch super, ist doch viel Jetzt habe ich billiger. zwar die Pistole, aber habe keinen Sockelplatz. Das kann ich mir gar keine
Ich habe mir die ja ursprünglich auch gemacht, damit ich eine Taschenlampe reinsetzen kann, damit ich besseres Licht habe. Die ich Thomas gegeben habe, okay. Die hat 4. Boah. Die hätte ich vorhin hingestellt. Das ist natürlich super. Da ist ein Schalldämpfer drin schon dran gebaut. Das lass uns einfach tauschen. Ich brauche den Schalldämpfer nicht unbedingt. Irgendwann finde ich schon wieder. Ja, also, tausch einfach. Dann kannst du dir wenigstens eine Taschenlampe dran machen. Siehst ein bisschen mehr. Wo stehst du denn? Zweiter Stock. Ach, hier. Treppenhandel. Ich hab dir die kleine hingeworfen. Hier liegt die große. Dankeschön. So, dann bauen wir direkt mal unser Haus mal ein bisschen in die Breite. So mal die ersten Möglichkeiten für Schlafplätze. Denn zum Beispiel seit der letzten Woche kann man auch sich Betten bauen. Apropos Betten, wo brauchen wir Gitterstäbe? Rechts neben dir. Das passt jetzt zwar gerade irgendwie nicht zusammen, aber hast mich dran erinnert, wie auch immer. Da. Beste Überleitung. So, ich bin da mal wieder minutenlang beschäftigt mit dem Bau von Bodenplatten. Oder Deckplatten. Übrigens, vor unserem Lager sind gerade jede Menge. Sind gerade Holzhaufen gespawnt. Also wenn jemand will, ich kann auch Holo-Sites und Taschenlampen bauen. Neuer Silencer wäre schön. Den kann ich leider nicht bauen. Ach, der ist doch gar nicht richtig. Den kann ich bauen. Ja, wobei, da hören es vielleicht nicht unbedingt die Leute, wenn wir hier am Schießen sind. Flashlight kann ich bauen. Ich geh mal Holz farmen. Genau. Ich geh Zombies farmen. Na, das wird unser Haus doch schon ganz ansehen. Das ist nämlich echt, ohne Taschenlampe gehe ich nachts definitiv nicht aus dem Haus, weil ohne die Fackeln ist mir das definitiv zu dunkel. So. Dann bauen wir uns mal ein paar Decken oben hin. Jetzt sollte ich mir aber vielleicht noch ein bisschen Munition mitnehmen. Sonst bringt mir die Pistole nicht viel. Nicht wirklich, nein. Ich übertreibe mal ein bisschen. Ich stell mir mal direkt 60 Patronen her. Ich sollte aber auch nicht alle mitnehmen. Verbrauchst unsere ganzen Metal-Fragments. Kannst du die Hälfte dann in die Kiste tun? Ja. Ja, dafür kann ich ja jetzt auch farmen gehen, gescheit. Jetzt kann ich mich ja auch verteidigen. Ja. Warum schon die ganze Zeit? Ach, da hat mich schon so gefreut, aber dabei ist nur so ein Lagerfeuer. So, ich habe jetzt den Rest Low Quality Metal und die Patronen, die Hälfte in die Kiste gelegt, in die erste. Also Steine, muss ich sagen, habe ich hier noch gar nicht so viele gefunden. Eher die Holzhaufen, aber ja, Steine Holz ist ein bisschen selten. Ja, süßer Schwein. Also ich glaube übrigens, wenn ich so das Haus da vorne sehe... Dann kannst du mir ja gleich die Closes geben. Bär! Zwei Bären, Hilfe! Ja, du hast die Waffe. Ich renn doch einfach weg, die muss ich langsam mal. Ich helfe dir.
Ich habe soeben hier gerade in einer Kiste eine 9mm Pistole gefunden. Nett. Bring ich gleich mit, ne? Ja. So, jetzt habe ich schon 12 Patronen schon wieder weg von meiner Munition. Ja, du hast ja auch das halbe Magazin direkt da im Dauerfeuermodus eingesammelt. Der kam ja auch auf mich zugerannt wie ein Bescheuerter. Naja, wer denn eigentlich nicht so schnell? Aber ich glaube, dass wir hier wirklich diese Stadt erinnert mich sehr an den Punkt, wo wir im letzten Spiel auch waren. Also das ist, glaube ich, die, die hinter unserem alten Punkt war. Aber ich kann mich auch irren, da die Punkte momentan... Oh, ich höre Schüsse. Also ich sehe jemanden, da ist jemand von euch vor der Stadt. Hallo, hallo? Nee, also ich renne woanders rum. Also wenn niemand von euch vor der Stadt ist, dann glaube ich, dass dort ein anderer Spieler gerade läuft, weil ich habe da nämlich ein paar Geschosse gehört. Ich glaube, Katrin, ich habe dich gerade sprechen gehört, da ich glaube, er meint mich, wer in der Stadt ist, weil ich höre Lunet im Teamspeak leider nicht. Okay. Oh, okay, also bist du gerade in der Stadt, Thomas? Ja, ja, ich bin gerade in der Stadt, ich plündere dir hier gerade ein bisschen. Warst du gerade vor der Stadt auch? Wie viel Klos brauchst du, Sushi? Vor der Stadt? Ich mach das im Daysaw-Menü. Rausgehen, resetten. Oh, warte mal, ich muss mal hier ein bisschen raus, die Ratte ist ein bisschen... Okay, super. Weil ich hatte nämlich eben befürchtet, dass das jemand anders ist, weil ich nur die Geschosse gehört habe. Ja, ich hab einen Zombie erledigt, der mir vor der zu Stadt nahe steht kam. Auch noch ein Zombie. Nun möchtest du Nee, ist okay, halt. Sich erledigt. So. Hab ich auch schon wieder ein bisschen Holz noch gefunden. Ist noch ein bisschen Essen im Ofen. Bei Holz brauchen wir auf jeden Fall noch jede Menge. Besonders zum Brennen. Hat jemand von euch geschossen? Ich höre auch gerade welche. Ich. Okay. Also man sieht schon, das Spiel führt zu wahnsinniger Paranoia, da man quasi permanent auch bedingt durch das sehr gleiche Aussehen der Charaktere natürlich immer wieder direkt vermutet. Überall steht irgendjemand, der einen umbringen will. Rennt ihr da hinten neben der Hütte rum? Ja, ich bin das. Ich mach nur mal einen zweiten Ofen. Aber wir haben anscheinend wirklich Glück, dass bis auf den einen, der eben da gekommen ist, haben wir hier noch niemanden gesehen. Gut, dass es dir geglaubt haben, dass von uns keiner das Air-Dingsbums... Airdrop. Wo den Airdrop hat. Aufgenommen hat. Ein schwarzer Zombie auf der Straße. Was ist das denn hier für eine Kuriosität? So, was hast du denn gefunden? Irgendjemand es geschafft, so einen kleinen Unterschlupf zu bauen, und zwar so schräg, dass es aussieht, als wäre es ein Wahrzeichen. Okay. Steht also genau auf einer Ecke. Ich glaube, wir müssen mal unser Gebiet des Holzabbaus etwas erweitern, weil der Wald, glaube ich, muss sich ja etwas erholen, die Sachen respawnen. Drumherum habe ich gerade. Ja. Oh, läufst du da unten gerade irgendjemand da unten am so einem Berghang entlang? Ja, könnte ich gewesen sein. Weil ich laufe hier gerade an den Bergen lang und habe einen Stein abgebaut. Ja, ich glaube, unser Haus ist ganz gut verdeckt von den Bäumen. Also ich habe das jetzt erst sehr, sehr spät gesehen. Nicht erschrecken. Hier steht auch noch wieder so ein Riesenhaus. Ich bin bei dir. Nicht erschrecken. Wo hast du denn das gesehen? Ein Stück weiter über die Straße und dann runter. Hier sind einige Steine und Holz daneben. Wo habe ich was gesehen? Nee, die Katrin hat wieder ein neues Haus gefunden. Hier, wo wir gerade stehen. Also wie man schon sieht, sind also entsprechend... Eine größere Zahl an Spielern hier auch schon etwas weiter als wir auf dem Server. Oh, ich hab einen Schlafsack. Yeah. Yeah.
Das ist eine gute Sache schon mal in der Folge. Ab sofort kann sich Sushi umbringen, wenn er sich verlaufen hat. Aber so was von. Bärenangriffe. Jetzt darf ich noch waghalsiger auf Jagd gehen. Gejagt von anderen Spielern, Bärenangriffe, alles in der Folge und auch noch ein Happy End. Sushi hat seinen Spaß. Also, wenn wir Pillars brauchen, ich habe genug hergestellt, ich habe noch 15 Stück im Inventar. 50? 15. Okay, dann kannst du direkt schon mal hier oben Pillars setzen, weil ich baue nämlich gerade eben Foundations. Genau, und auch da weiter nach vorne kannst du alle direkt noch bauen. Da komme ich noch. Genau. Ja, weiter komme ich nicht. Schießt jemand von euch? Nein. Ich. Wenn du möchtest, kannst du auch zum Beispiel die Leiter, die wir hier vorne gebaut haben, die Treppe, die könntest du, wenn du willst, auch noch Pillars draufbauen und könnten wir hier oben den Raum noch verbreitern mit so einem kleinen Vorhäuschen. Ah, stimmt. Das ist eine gute Idee. Ansonsten, alternativ könnten wir auch ein Dach zumindest draufbauen. Also eine Ebene höher auf jeden Fall. Dann können wir nämlich eine Decke drüber bauen. Und vielleicht eine Rampe. Oder so. Dann baue ich hier, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann können wir in diese Richtung nämlich auch noch bauen. Ich muss den Ofen nicht abbauen, Sushi. Jetzt habe ich eben noch gefrotzelt, jetzt habe ich mich selber verlaufen. Ja, und so leicht kann das passieren. Da denkt man eigentlich, die Map ist gar nicht so groß, weil das derzeitige Spielterritorium an vielen Stellen schon, naja, es ist nicht so groß, aber... Hier hat sich aber jemand richtig schön in den Berg reingebaut. Ja, das stimmt. Aber die Größe reicht definitiv aus. Oh, ein paar Sturmgewehrpatronen gefunden. Wo wollen wir denn mal ein paar Kisten haben? Ich habe noch 3 Stück. Stell die mal in die zweite Ebene, die momentan schon fertig ist, in die Ecke da. Genau, da wo du gerade bist, Sushi. Da unten steht noch ein Haus. Ich habe mich gerade total verfranst hier. Genau, das passt super da. Aber wir müssen nicht Platz für uns alle haben. Ich weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme. Versuch mich mal wieder. Ich baue gerade, ich glaube, 3 baue ich. Nee, ja, aber du kannst immer noch mal welche bauen, weil die werden wir definitiv noch brauchen, da wir in die Breite jetzt bauen auch noch. Hey, aber der Vorteil ist, dann können die Leute direkt in der Folge dann, wenn du es wieder geschafft hast, zu uns zu kommen, ein deutlich größer gewordenes Haus sehen. Das geht übrigens an vielen so, dass man da sich gerne mal verläuft. Aber ich kann dir sogar sagen, wir sind genau gegenüber von dem. Du bist quasi auf der völlig anderen Seite, glaube ich. Ich bin jetzt gerade eben an dem Haus, was du entdeckt hast, Katrin, und bin jetzt nehme jetzt die Spurenverfolgung auf. Also wie ich jetzt sehe, ist die Kadi auf jeden Fall in der Nähe der Stadt und ist doch da in den Gebirgen. Das heißt, hier brauchen wir dann auch wieder noch mal ein bisschen Wände. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, wo ich bin. Hat gerade jemand von euch gegen eine Wand gehauen? Gegen die Gitterstäbe. Okay, alles klar. Dieser Zombie war sehr gnädig mit uns. Wir haben ab jetzt ein Research-Kit. Yeah. Nice. Mit den Research Kits kann man dann verschiedene Sachen lernen. Also man kann jeweils immer, wenn man es auf den Gegenstand zieht, kann man dann lernen, den herzustellen. Also das ist schon sehr. Und man muss halt neben der Workbench stehen und. Also ich muss euch jetzt schnell wiederfinden. Ich habe nämlich nur noch 14 Leben und kein bisschen mehr zu essen dabei. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich. Genau geradeaus. Andere Richtung. Das andere geradeaus. Das andere geradeaus. Huhu!
Hier. So, dann haben wir doch schon mal eine ganz gut verteidigte Anlage hier. Yay, danke. Möchtest du vielleicht dich noch etwas modischer kleiden? Ich habe noch eine sehr schöne Lederhose gefunden. Echt bayerisch. Ach, ich vergesse mal, dass ich erst die Sachen ausziehen muss. Dankeschön. Bitte. Willst du einen Bauplan für ein Holosite haben? Ja, nehme ich. Hier, diese Tauschgeschäfte grenzen ja schon an Arbeitsverweigerung. Wir brauchen mehr Holz. Diese Nachricht kenne ich irgendwo anders her. Wir brauchen mehr Holz. Ich habe Holz gefunden. Sehr gut. Ich versuche mich jetzt gerade nochmal hier an einem Loot-Run durch dieses nette, verstrahlte Städtchen hier. Falls sich übrigens dann noch Leute wundern sollten, man kann hier so mit so gut wie jeder Waffe, sei es Axt, Pickaxe oder auch dem standardmäßigen Stein, alles abbauen. Die Pickaxe ist ein bisschen langsamer, dafür aber baut sie auch ein ganz schönes Stück mehr ab. Also es ist eigentlich ziemlich egal, was man benutzt, ob man dann nur wirklich diese Metallaxt benutzt oder die Spitzhacke. Wir läuft da hinten rum. Ich laufe durch den Wald. Stehst du auf einer Fläche? Nee, ich habe gerade einen Stein abgebaut. Ist jemand von uns hier auch noch in der Stadt? Ja, ich bin hier. Mein Finger ist nervös am Zucken. Keine Sorge, mein Freund. So, ich bin jetzt gespannt, wie das Haus aussieht. Aber das gucke ich mir in der nächsten Folge erst wieder an. Also tschüss und bis dahin.